Hi, ich bin Annika, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite bei Hello Better. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Freunde fürs Leben jetzt in den Real Talk 2.0 zu starten und euch in den nächsten Monaten einige Fragen rund um das Thema psychische Gesundheit zu beantworten. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch einfach an. Vielleicht vorweg, von einer depressiven Episode sprechen wir dann, wenn mehrere depressive Beschwerden, wie zum Beispiel eine gedrückte Stimmung, der Verlust von Freude oder Interesse, aber auch sowas wie Konzentrations- oder Schlafschwierigkeiten über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen anhalten. Und hier gibt es schon die erste Möglichkeit der Unterscheidung. Denn je nach Anzahl, aber auch Schwere der Symptome lässt sich eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode unterscheiden. Und während Betroffene einer leichten Episode noch in der Lage sind, die meisten Aktivitäten zu bewältigen, bestehen bei einer mittelgradigen Depression da oft schon größere Probleme, den Alltag zu meistern. Und bei einer schweren depressiven Episode ist es oft kaum, manchmal sogar gar nicht mehr möglich, so alltägliche Aktivitäten zu bewältigen. Die Dauer, Intensität, aber auch die Anzahl der depressiven Episoden, die unterscheiden dann oder bestimmen, welche Bezeichnung wir der jeweiligen Verlaufsform geben. Dabei kann es durch die vielen Begrifflichkeiten manchmal schwierig sein, den Durchblick zu behalten. Ich versuche mal, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Manche Menschen, die erleben nur einmal in ihrem Leben eine depressive Episode und danach nie wieder. Und bei anderen, da treten die Phasen einer Depression mehrfach im Leben auf. In der Psychologie spricht man in diesem Fall von einer sogenannten rezidivierenden Depression, also einer wiederkehrenden Depression. Das heißt jetzt nicht, dass die depressiven Episoden ständig oder in ganz bestimmten Abständen auftreten, sondern lediglich, dass die Person mehr als eine depressive Episode in ihrem Leben erlebt hat. Zwischen den einzelnen Phasen können Monate, Jahre, manchmal aber auch Jahrzehnte liegen. Eine Depression, die verläuft in der Regel in Phasen, die eben dann auch wieder vorübergehen. Manchmal ist es aber auch so, dass die depressive Episode nicht nach einer gewissen Zeit wieder nachlässt, sondern lange anhält. Und wenn dies über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren der Fall ist, dann sprechen wir von einer chronischen Depression. Die Dysthymia wird auch chronische depressive Verstimmung genannt. Auch sie ist also chronisch und dauert mindestens 2 Jahre an. Im Unterschied zu einer chronischen Depression sind die Symptome jedoch nicht so stark ausgeprägt, dass wirklich die Kriterien einer depressiven Episode erfüllt sind. Wenn dies doch der Fall ist, also sich im Laufe so einer chronischen depressiven Verstimmung eine depressive Episode entwickelt, dann spricht man von einer doppelten Depression oder auch Double Depression. Die gute Nachricht vorweg, Depressionen sind gut behandelbar. Und das gilt grundsätzlich für jede Form. Also egal, ob einfach, rezidivierend, Dysthymia oder auch Double Depression. Und es gilt auch dann, wenn du vielleicht noch andere Beschwerden wie Ängste oder chronische Schmerzen erlebst. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie so eine Behandlung aussehen kann. Etwas, das sich als sehr wirksam in der Behandlung von Depressionen herausgestellt hat, also allen Formen der Depressionen, das ist die Psychotherapie. Eine ambulante Psychotherapie, die findet in der Regel einmal die Woche statt und kann helfen, depressive Beschwerden zu lindern. Manchmal, da sind die Beschwerden aber so stark, dass die Bewältigung des Alltags kaum noch möglich ist. Und in diesen Fällen kann es sinnvoll sein, sich auch für eine gewisse Zeit in einer Klinik behandeln zu lassen. Neben den therapeutischen und ärztlichen Gesprächen wird die Behandlung durch Angebote wie Ergo, Kunst oder auch Bewegungstherapie ergänzt. In den meisten Fällen bleibt man in der Klinik über Nacht. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Tagesklinik, bei der du jeden Abend nach Hause zurückkehrst. Die meisten Kliniken und auch ambulanten Psychotherapien, die haben Wartelisten. Wichtig ist jedoch, in akuten Krisen, also zum Beispiel, wenn sich dir Selbstmordgedanken aufdrängen, dann kannst du immer und jederzeit in so einer Klinik aufgenommen werden. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, Depressionen zu behandeln, und das sind Medikamente, sogenannte Antidepressiva. Besonders bei mittelgradigen oder schweren depressiven Episoden hat sich so eine Kombination aus Psychotherapie
und Medikamenten als besonders wirksam herausgestellt. Ja, vielleicht hat dir dieses Video geholfen, ein bisschen Ordnung in das Wirrwarr aus den verschiedenen Depressionsformen zu bringen. Und du kannst vielleicht etwas besser einschätzen, welche Formen der Depression es gibt und vielleicht auf dich zutreffen könnten. Aber um welchen Schweregrad und auch welche Form es sich genau handelt und auch welche Behandlung vielleicht für dich die richtige ist, das kannst und das musst du doch nicht allein entscheiden. Hierfür gibt es Spezialisten und Spezialistinnen, die dir helfen können. Das heißt, psychotherapeutische oder auch ärztliche Gespräche. Du kannst dich zum Beispiel an deine Hausarztpraxis wenden oder aber auch direkt an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin.